Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen. Wir haben den letzten CK ohne unsere RH11 bestritten. Das lag aber nicht daran, dass sie zu schlecht sind. Es war tatsächlich keiner grün. Und so mussten wir 10er in den letzten Clankrieg hier mit rein. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe gerade einen Faden verloren. Entschuldigung. CK ohne 11er. Ah ja. Wir gehen aber trotzdem kurz mal rein. Das ist mir schon länger nicht mehr passiert, ne? Wer ein bisschen aufgepasst hat, habe ich mich eigentlich hier in den letzten Wochen selten verklickt. Aber wir haben 53 zu 48 gewonnen. Und ihr seht selber hier oben, Gara und auch Swash haben vom gegnerischen Elfer richtig nett kassiert. Habt ihr aber gestern schon kurz in der Folge gesehen. Hatte ich da, glaube ich, gezeigt. Und mich hat's auch ganz, ganz hart erwischt, muss man sagen. 99% ist jetzt nicht gerade nicht deutlich. Also auch der Gegner hat oben ganz gut rasiert, allerdings auch nur da. Denn hier im unteren Bereich, klar, AFA kassiert immer 3, ohne Probleme. Und aber hier, ihr seht, wie viele Neuner hier noch offen sind. Das hat der Clan auf der gegenüberliegenden Seite leider so nicht geschafft. Wir haben vom Gara hier immerhin 2 gepackt. Die gucken wir uns auch gleich an. Und haben dann zum Schluss nochmal, ja, muss man so sagen, wir haben zum Schluss nochmal ein bisschen Gas gegeben. Der Gegner war oben halt ums RH11 überlegen und wir gucken uns nur den an. Wir waren hier unten halt überlegen. Das heißt 2 Angriffe weniger für den Gegner. Aber auch der Rest war... Ich will es jetzt mal nicht so sagen, aber war nicht wirklich gut. Hier unten die Neuner wirklich schwach belegt. Und so waren das hier eigentlich für unsere... Ich will nicht übertreiben, also denkt nicht, ich hebe ab oder so. Aber für unsere Kriegs- und Kampferfahrenen Warrior hier im RH9-Bereich, ja, das sind sowas natürlich gefundene Fressen. Erst recht, wenn du hier so eine, eigentlich so eine Farmbase hast, der hier... links nur so ein bisschen die Mauern angeflanscht hat, dann ist das hier ja schon eigentlich ein leichtes Spiel, finde ich, muss man so sagen. Und ich habe mit meinen beiden RH9 bzw. mit allen 3 RH9 Accounts hier angegriffen, allerdings mit AFA nicht wirklich gut. Da habe ich versucht, mal wieder eine Hexenbowler-Taktik mit RH9 zu machen, also Hexen, nicht Hexenbowler, sondern Hexenheiler. Das ist mir wieder so richtig missglückt. Aber ich übte einfach weiter und viel mehr konnte ich hier gar nicht machen, weil wir schon fast in der ersten Rutsche hier die RH9er ruckzuck down hatten. Also das ging ganz, ganz schnell. Dann lagen die hier alle. Ich glaube, eine haben wir oben, das war die 10. Base. Da mussten 2 oder 3 Angriffe mal rauf. Aber der Rest war hier eigentlich dann doch schon sehr dominant. Und ich wurde ja auch in einem Video gefragt, das blende ich euch kurz mal hier jetzt ein in der Mitte, ob ich nicht mal alle meine Accounts vorstellen kann, sonst käme man da ja durcheinander. Ja, das kann ich natürlich machen. Und wir schauen ja aber trotzdem einfach weiter in die Kämpfe und dann lernen wir die gleich einfach mal kennen auf dieser Reise hier bis nach oben, bis zum 2-Stern von Gara auf das RH11. Also wird mal wieder eine richtig knackige CK-Folge hier, dafür auch ein bisschen länger und aber dafür auch mal wieder eine reine CK-Folge. Ich will ja so ein bisschen nicht von meinem Channel abbiegen. Viele fragen oder einige fragen immer, wann ich mal wieder live streame und klar, so ein Livestream kommt sicherlich immer ganz gut rüber, aber ich habe da auch nicht immer die Muße zu und auch nicht... Das dürfte mir nicht nachsehen. Ich habe da auch nicht so die super Lust, hier bei 30 Grad im Schatten, hier oben im 3. Stock, vor Flutlicht zu sitzen, um mit euch 2 Stunden Clash of Clans zu streamen. Das ist auch nicht mein Ding. Also bei mir muss immer so ein bisschen die Laune passen. Ich musste einfach Bock drauf haben. Und da lasse ich mich auch nicht von der Community treiben oder zwingen, da ich auch nicht so... Ja, das ist ja für mich nach wie vor ein Hobby und ob ich jetzt 3 Abonnenten mehr habe oder weniger, das ist mir völlig Latte. Ja, klar kriegst du durch Livestreams
eine ganze Masse an Abonnenten rein, aber letztendlich ist nach wie vor der Grundgedanke dieses Channels hier, schöne CKs zu zeigen, ein bisschen was aus dem Spiel zu zeigen und so ein bisschen von unserem Clanleben hier einfach zu zeigen. So muss man es mal sagen. So, wir haben auch ein paar neue dabei hier. Der Lukas, ja, das ist nicht der Lukas, den wir kennen, den Lukas, sondern das ist der Lukas, das ist ein neuer Lukas bei uns. Und Taktik kurz mal abgesprochen, denn der Luki wollte die, oder der Lukas, ich nenne mal den alten Lukas Luki und den neuen Lukas Lukas. Der Lukas wollte hier eigentlich das Ganze mit Luft machen, aber das ist ja eine Base, die habe ich vor ein paar Tagen mit AFA, gerade mit Hox wieder gemacht. Und deswegen hat das früher immer nur ein bisschen an der Zeit gescheitert, aber eigentlich macht man die hier genau wie der Lukas das macht und seine Truppen rennen hier auch extrem gut, muss ich sagen. Also da hinten die Queen, die läuft jetzt nämlich schön mittig einfach mit, geht jetzt außenrum, was eigentlich auch optimal ist in dem Fall, denn innen drin konnte die sowieso gar nicht viel machen, da tankt der King hier in der Mitte, es sind etliche Hogs noch am Leben. Okay, die Def ist jetzt nicht Max RH9, Max RH9, ja, dann RH9er. Und aber trotzdem, genauso geht diese Base hier. Also, ach, das Design war sicherlich mal gut, war mal gut durchdacht, aber irgendwann siehst du die Base halt und sagst, genau, ist ein Dreier. Ja, mache ich einen drauf. Hat der Lukas hier auch sehr, sehr gut gemacht. Fand ich echt schick hier an der Stelle. Und wir gehen mal ein bisschen höher. Mal sehen, ob wir einen treffen oder mal auf einen von uns treffen. Ja. Das ist einer meiner Accounts hier. Das ist einer meiner Söhne-Accounts. Das ist der Alex360. Ich kann ihn nicht mehr umbenennen. Er hat sich also schon einmal umbenannt. Und ich spiele diesen Account und den Account von Donnerbengel, weil die beiden Accounts nicht mehr bespielt werden. Und ich wollte die einfach nicht verrotten lassen. Die waren von meinen Söhnen so ziemlich so bis Max RH8 gespielt worden. Also ich bin so ganz spät eingestiegen, als die RH8 waren und hab so ein bisschen gemacht. Und man sieht das ja hier auch. 20 und 24er Helden, das ist schon nicht übel, aber ich mache hier wirklich mit diesen beiden Chars nur das Nötigste, muss ich so sagen. Also die spielen jetzt schon etliche CKs hier mit und ich habe hier gesagt bei dem Angriff von Alex hier, oh, wo gehen die Truppen daher? Ah, die sind so scheiße gelaufen hier. Manometer, ey, und das bei Sombola Lohn, das war wirklich kacke, kann man nicht anders sagen. Aber wir schaffen, glaube ich, noch die eine Lada oben. Und unten ist noch die Queen, der Goli tankt noch ganz gut. Die packen die La gar nicht mehr. Sehe ich, aber die Queen packt hier unten die La. Das war natürlich super und der Drache ist glücklicherweise noch gerade so im letzten Quäntchen Gift gestorben. Und komme jetzt von oben. Ich glaube, ein Feger gab es für mich jetzt nicht mehr zu überwinden. Nee, der steht hier nach unten. Also optimal für mich und die Loons können jetzt schön die Def einen nach dem anderen abfliegen. Also, das ist einer meiner Accounts hier, die ich dann bespiele. Und wie gesagt, da mache ich wirklich nur das Nötigste mit. Ich spiele Events mit. Ich mache vielleicht mal einen Farmangriff abends, wenn ich zu Hause bin, mit den Accounts. Und sonst deffen die nur, sammeln nur. Manchmal mache ich auch zwei, drei Angriffe. Aber wie gesagt, das sind nicht die Dörfer, die ich hier mit Masse oder mit Mehrzahl bespiele. Die nehme ich hier mit. Ich denke mal, im RH9-Bereich können wir die ganz gut gebrauchen. Und ja, das war einmal ein Gulalun und mit dem anderen habe ich, glaube ich, ein... ich habe mir einen Erfolg freigeschaltet. Krass. Habe ich mir ein... was habe ich denn mit dem anderen eigentlich gemacht? Muss ich mal gerade gucken, ob Donnerbengel... Hat der gar nichts gerissen hier, der Donnerbengel? Hat er nichts gerissen? Ah, doch, auf die 13 hier. Oder habe ich den gerade gezeigt? Ach nee, das war der Donnerbengel. Hier habe ich halt so eine... ich wollte hier erst mit drei Golems rein, habe dann aber gedacht, ach, die Def ist doch noch nicht so gut. Flächenschaden ist noch nicht so hoch. X-Bogen auf zwei Helden. Nicht ganz so dolle hier. Und das packst du auch mit zwei Golems. Die tanken hier auch wirklich gut. Komm hier gut in die Base rein. Mauerbrecher, Sprung gleich gesetzt. Und das Bowler-Pack dann hinterher geschickt. Allerdings muss ich beim Bowler-Pack, da musst du echt krass funneln beim Bowler. Stimmt gar nicht. Ich hab hier keine Bowler genommen. Das sehen wir jetzt hier links unten an dem Bogiturm hier. Denn der hätte mir jetzt aus der Ferne ein bisschen gefährlich werden können. Deswegen habe ich mir gesagt, hier haust du die 7er Hox raus. Und dann so ein bisschen Surgical hier die anderen. Hab jetzt noch 12 Stück über.
Die ersten sind also gesetzt. Das waren jetzt, glaube ich, schon 14 Stück. Dann ziehen wir die hier jetzt mal so ein bisschen in Reihenfolge nach. Aber ich denke mal, für ein Gohok hier ganz anständig von mir. Eigenlob stinkt ja immer. Aber das kann auch derb in die Hose gehen. Also am Ende, ne, hier fliegen noch Hawks weg. Da noch eine Riesenbombe. Es werden immer weniger, aber sie überleben halt alle. Und ich habe noch ein bisschen Gesocks hier in der Base. Ja, und dann waren das die schönen 3 Sterne, denke ich mal. Also ganz gut gemacht hier. Und wie gesagt, die 9er, ja, ihr seht selber, 10 auf 13. Ich meine, ich bin jetzt 3 runtergegangen. Das war jetzt nicht so wirklich da, denn die oberen über mir, die waren schon weg, auch von 9ern, glaube ich, gemacht. Und naja, war jetzt nicht so kritisch. Jo, der Pascal hat hier schöne 3 geholt. 2. Angriff hier von Pascal. Und diese Ringbases. Ich habe mit Swash heute Abend nochmal drüber gesprochen. Auch da tue ich mich sehr schwer. Und der etwas ältere Lukas und auch Swash selber, da tun wir uns noch schwer mit diesen Ringbases hier. Obwohl sie ja eigentlich so ein bisschen oldschool schon sind. Also ist ja auch nicht mehr so das Dolle. Aber sie funktionieren halt noch und ich kriege ja immer die Krise, wenn Pascal hier seine Erdbeben auspackt. Muss ich einfach mal so sagen. Ich mag ja im RH10-Bereich, ich habe es heute auch benutzt, aber nicht im RH10-Bereich, sondern im RH9-Bereich, weil ich mit den beiden RH9-Accounts oben RH10er gemacht habe. Und da habe ich, als RH9er ist es dann einfach, in die Base reinzukommen. Außer du hast einen Mauerbrecher-Fail. Und kannst dann deine Valkyren da spammen, die werden sowieso nicht weit kommen. Ja, aber es ist immer gut für 1 Stern oder für 2 Sterne. Und der Pascal hat hier aber richtig Lack, dass die Golems hier nämlich noch ganz gut tanken. Allerdings für den nicht gesetzten Sprung, den er immer noch nicht genommen hat, warum auch, hätte er vielleicht einfach ein Gift anpacken sollen oder von mir aus auch 2 Gift. Aber ich meine, die Golems haben auch so viele Healpoints. Und deswegen fliegt der Drache da ganz gemütlich hinterher. Die machen jetzt die Bogis da fertig. Und dann ist das hier nur noch abräumen mit der Queen. Aber wir haben gleich noch 2 schöne Kämpfe hier, auch im RH10-Bereich. Wenn auch nicht so super stark gebased, aber immerhin RH10. Und nach wie vor, auch ich habe da immer noch Respekt vor. Dieses Mal hatte der Gegner auch Single Infernus dabei. Die habe ich schon länger nicht gesehen. Und da wusste ich jetzt gar nicht, wie ich da überhaupt vorgehen soll. Kein Plan gehabt. Ich habe auch ganz, ganz spät angegriffen, musste meine Helden auch ein bisschen durchboosten. Das macht aber nichts, das habe ich einkalkuliert immer am Ende. Und wir haben dann hier oben, ich habe hier oben mit Ach und Krach auf die Base hier 2 Sterne geholt. Die ist leider 1-sternig geworden, die hatte der sich der Gara nochmal vorgenommen. Und dann ganz am Ende hat... ja, hier hat der Swash nochmal zugeschlagen. Das war, glaube ich, auch der allerletzte Kampf hier. Das war das 53-48 und ich glaube, ich habe bei mir das 51-48 gemacht. Also da konnte der Gegner schon nicht mehr rankommen. Da hatte der nur noch 2 Angriffe und da hätten die nicht im Leben bei uns 4 Sterne geholt. Zum Sieg auch 2 Sterne wären es allerhöchstens noch geworden, denke ich mal. Aber der Swash funnelt hier auch nicht richtig gut, ne? Muss man mal so sagen. Ach doch, doch, der hat ganz gut gefunnelt da mit den Valkyren. Jetzt sehe ich es erst. Und die sterben jetzt zwar auch vom Drachen, aber die Masse an Hexen hier, oh, die hat es jetzt schon ganz ordentlich gebracht. Kann man nicht anders sagen. Und das war auch am Ende, war das so knapp hier, denn so viel ist ja jetzt nicht mehr im Leben und ist ja doch noch ganz schön viel Dev, aber Queen noch zündbar. Und dann die ganzen Mini-Tanks davor. Perfekt, da geht's eigentlich gar nicht, denn die tanken alles von der Queen jetzt weg. Die ganzen Skellies und die Hexen. Ja gut, die Hexen haben jetzt nicht viele Healpoints, aber kommt auch keiner ran. Solange wie die Skellies laufen, sind die Hexen immer gut geschützt und tanken hier für den Rest. Jetzt entscheidet er sich aber doch, jetzt schon zu zünden, denn die dicke Clanburg, die hat ja doch viel HP, musste noch weg, aber dann war die Kanone hier auch weg und oh ja, das war auch letzte Rille und richtig krasser 3-Stern hier von Swash auf diese Base hier. Super, muss ich mir mal merken, die Kombi hier 1, 6, 15. Ich merke mir das mal immer so ein bisschen. Und dann 6 Wallis, ja, ich habe da immer ein bisschen mehr mit.
habe selber dann die 8 angegriffen. Hat sich auch gleich mein neuer fertiger Eilzauber bemerkbar gemacht, aber ich hatte hier ein Problem. Da halte ich gleich auch mal kurz an. Also die wurde von uns schon zu 95% mit 1 Stern mit Golalun gemacht und der Fifi hatte mich dann glücklicherweise darauf aufmerksam gemacht. Mensch, mach mal deinen zweiten hier auf die 8 mit Golalun, das packst du ganz sicher. Und ich war mir zwar nicht so sicher, weil ich hier, ich nehme da die Golems mit. Vielleicht sollte man da einfach 20 Riesen einpacken. Nee, es sind ja gar nicht 20, 12 Riesen einpacken. Die bringst du an der Stelle auch. Denn die Golems sind ja doch schon ziemlich schnell weggebrezelt. Aber egal. Ein Riese geht ja noch mit in die Mitte und die Bola. Das heißt also, ich habe schon mal einen Tesla hier gepackt. Einen Inferno gepackt. Unten ist mein King am Rasieren. Oben geht die Queen jetzt mit. Bin dann mit meinen Hunden gekommen. Friese jetzt hier den Inferno. Das war noch ganz gut. Aber jetzt eigentlich, jetzt an dieser Stelle baller ich schon Eilzauber raus und ich komme nicht raus. Mein Tablet funktioniert nicht mehr richtig. Das ist wirklich jetzt in die Jahre gekommen, ist wirklich alt. Und ich brauche auch händeringend ein neues, weil am Handy angreifen, das geht gar nicht mit meinen dicken Fingern. Und da kam die Eilzauber nicht raus, Und ich habe hier die Krise gekriegt, habe hier aufs Tablet gehauen. Und man sieht das auch gleich. Gleich kommen die nämlich plötzlich raus. Mit Masse spamme ich die dann, weil ich hatte ja 5 Stück dabei. Und so, jetzt kommen endlich die Eilzauber raus. Ich habe da gedrückt und gedrückt. Und das macht einen dann natürlich irre. Aber der Single Inferno kam mir hier jetzt natürlich zugute. Was vor allen Dingen meine Loons angeht. Und am Ende habe ich hier hinten noch 3 Stück im Backend. Queen geht oben schön durch mit den paar Welpen und mit den paar Bogenschützen. Und so denke ich mal, das war das 51-48 hier, glaube ich. Das war dann eigentlich schon der Kampf, der hier den Sieg am Ende gebracht hat. Zosch hat noch einen draufgesetzt, so muss man sagen, um nochmal deutlich zu machen, dass wir hier die True Warriors sind. Ja? So muss man das mal hier bestinken. Und schönes Ding hier. War ich auch mal wieder froh. Mal wieder ein Dreier auf den RH10. Auch wenn es noch nicht so stark ist. Ja, aber 3 sind 3. Es hat den Clan geholfen. Und das macht mich umso stolzer. Aber den Vogel, finde ich, hat Gara hier oben abgeschossen mit den 56% hier auf das RH11. Oh, der war ziemlich zu Anfang. Und ich habe dann noch im Garten gesessen, habe gedacht, Gara, mach was. Ihr werdet das gleich sehen, an welcher Stelle. Denn ich hatte das Gefühl, Gara wollte die Base hier nur mit seiner Queen machen. Ja, wir machen mal eben einen Queen Walk durch eine RH11 Base. Und das hat echt so lange gedauert, bis der hier mal Truppen gebracht hat, Zauber gebracht hat. Und auch seine Queen hier, die lässt er erstmal laufen. Ganz bequem, aber hier unten schön mit dem Babydrachen gefunnelt. Ja, das war natürlich richtig, richtig schick an der Stelle. Und jetzt kommt er hier endlich mal mit so ein paar Truppen raus. Muss jetzt allerdings da den Funnel machen, sonst gehen die anderen Valkyren hinten auf das auf die Kaserne hier oben drauf und laufen außen rum. Mal gucken, wie er aus der Nummer noch rausgekommen ist. Aber ihr seht selber, immer noch nicht viel passiert hier in der Base, ne? Außer mal so 2-3 Valkyren, ein paar Heiler und die Queen hier. Ja, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen die Krise. Ich habe gedacht, ah, Mann, mach jetzt was. Jetzt habe ich gedacht, jetzt wenigstens die beiden Giften. Nee, macht er auch nicht. Warum auch? Ja, wofür denn Giften hier? Locker bleiben. Jetzt die Queen zünden, die wollte er eigentlich gar nicht zünden. Hat er danach gesagt, die wollte er eigentlich viel, viel später zünden. Und hat jetzt aber doch noch ein Gift dann zur Hilfe genommen. Und die Queen geht immer noch schön mittig durch. Kriegt immer noch keinen Beschuss von irgendeinem Inferno. Das ist natürlich auch top. Allerdings da oben kriegen die Bola jetzt richtig Stoff. Und jetzt ist die Queen im Visier von der Adler-Dev. Jetzt zündet er nochmal seine Heiler durch. Und die Queen ist immer noch dabei. Dumm, die dumm. Ja, also echt. Ich habe gedacht, ey, was macht der? Will der jetzt bis zum Rathaus da durchmarschieren? Ich meine, das wird ja nicht klappen. Ja, aber so weit. Und jetzt werden die Heil auskommen. Nochmal, da kommt der Sprungzauber. Ja, King und die eine Valkyre laufen zwar jetzt noch ein bisschen krumm, das macht aber nichts. Denn es war nur noch notwendig, das Lager hier zu funneln.
dann sind hier so ziemlich die 180 Grad frei. Ja, wenn auch nicht ganz, aber der King entscheidet sich schon mal, da in die Mitte reinzugehen. Das war natürlich super. Ja, und jetzt noch mit den Balküren hinterher, den einen Babydrachen da auch noch als so Last-Minute-Unterstützung hier mit reinbringen und dann tapseln die hier in die Mitte. Ja, super gemacht. Ja, gut, dass wir, kann ich jetzt mal an der Stelle nicht anders sagen, den Gara als RH10 hier oben mit hatten. Denn das ist doch schon ein starker RH10-Kämpfer, auch auf RH11. Und ja, dieses Mal ganz alleine hier wie RH10. Ich war ja auch noch nie so hoch gesetzt hier an 3. Das ist wirklich krass gewesen. Da habe ich auch gedacht, eieiei, was machen wir jetzt? Aber wir haben es gerissen, 53, 48, schönes Ding. Stecken jetzt auch gleich im 9CK. Ich habe gesehen, was habe ich denn eigentlich gekriegt? Hidden Treasures. Ach, ich habe die alte Gemmine da drüben gemacht. Yo. Kommt im nächsten Video. Mache ich voll den Film raus aus dieser Gemmine, die 2,1 Gems pro Tag bringt. Und ja, aktuell sind wir aber wieder im CK. Auch diesmal wieder mit unserer Bank. Also mit Hocke, mit Joker, mit Maste. Also ja, wie gesagt, es waren alle nicht da. Auch unser Antreiber, unser Anführer hier war im letzten CK nicht dabei. Hatte ja auch gesagt. Ich sehe im Moment überhaupt keine Vorteile, auch bei den vielen Elbern hier. Ich habe mir die Base schon angeguckt, also ja, ist sicherlich eine coole Mischung hier. Der Clan ist exakt 2-3 CKs weiter als wir, hat einen Windstrike, genau wie wir einen Windstrike, also ne, 13-13. Das passt ganz gut, hier unten hat er einen 8er, ja, da haben sie 2 Angriffe weniger als wir, da wir ausschließlich 9er haben. Aber wir haben ein paar neue dabei, mal sehen, wie die sich im CK schlagen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mal wieder eine reine CK-Folge gemacht habe. Ich hoffe, ihr auch. Oh, jetzt habe ich schon wieder so auf den Tisch gehauen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so ganz so stark gehört. Und Dorf-Update gibt es nicht. Ich habe hier nur eine Mauer gemacht und habe als letzten, beziehungsweise als letzten, das wäre schön, als nächsten Zauber hier den Poison-Spell angezogen, den Giftzauber. Dann ist er nämlich Max. Ach nee, der geht ja auf 5 Max. Aber für mich ist er dann Max, also auf RH10. Und ich habe ihn gewählt, weil ich ihn immer habe. Ich nehme immer einen Giftzauber mit. Und das ist nochmal richtig krass. Der macht nochmal 35 mehr Damage. Hat eine Speed Degrees, also eine Speed-Reduzierung der Truppen nochmal um 4%. Und hat dann eine Attack Rate. Auch nochmal, also die Attacken des Gegners sind nochmal verlangsamt, nochmal um 5%. Plus 5%, das ist schon richtig gut. Also ich denke mal, der Gift hier auf 4 macht hier bei mir im Moment am meisten Sinn. Der Eil hat sich bezahlt gemacht. Ja, läuft, würde ich sagen. Letzte Kanone läuft in 2 Stunden 50 aus. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht, denn ich muss nur noch den Feger machen und den Bombenturm hier und natürlich viel Kleingeraffel hier in der Base. Ich denke mal, das mache ich auch erstmal, denn 2 Feger ausfallen lassen und 2 Bombentürme, das will ich nicht. Außerdem habe ich noch so viel Zeit. Da mache ich hier vielleicht dann lieber irgendeine Falle, hier so eine Sprungfalle oder sowas. Investiere noch den Rest in eine Mauer und dann wird das hier sicherlich schon. Ich hoffe, es hat euch von dieser doch wieder etwas längeren Clankriegsfolge gefallen. Ohne Clankrieg hier, mal ohne RA11. Wenn das so ist, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in dieser Woche, wenn der Tote wieder clasht.